Hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchten wir doch mal nach einiger Zeit wieder einen Blick in mein Makropoden-Aquarium werfen. Also bleibt doch direkt dran, denn es ist spannend, wenn wir jetzt beobachten können, wie hier die Fische sich ernähren. Und zwar vor allem in diesem Becken meine Papageienplatys, die zwar nicht das einzige sind, was wir hier haben, nämlich eben auch Makropoden, aber die Platys, die sind etwas zutrauliche. Da hinten sehen wir den Makropoden im Schatten. Er ist noch etwas, sagen wir mal, schüchtern. Vor allem vor der Kamera. Aber wie wir sehen, seit mehreren Jahren ist er hier wohlauf. Wenn ich eure Perspektive mir so ansehe, könnte ich auch hier einmal mit meinem Schaber die Scheiben reinigen. Oder vielleicht sogar mit meinem Blanki. Ich denke, gegen solche Beläge wie hier, die etwas weniger hartnäckig sind, die würden sich sehr gut mit meinem Blanki, mit meinem Teleskopstab entfernen lassen. Aber ich hoffe, ihr könnt dennoch hier die Platys einmal erkennen. Und wenn wir uns gleich nochmal hier ansehen in der Gesamtheit, dann sehen wir doch hier ein sehr schön klares Aquarium, wo wir natürlich etwas Mulm am Bodengrund haben, aber der ist im Prinzip auch nicht weiter schlimm. Wir können auch einmal hier im Vergleich mein Aquarium zu meiner linken bzw. eurer rechten beobachten, was durchaus auch sehr schön ist und hier sogar mein Holz abgesunken ist. Und einiges an Schnecken hier eben an Population. Natürlich sind auch hier einige Platys und Guppies vorhanden. In einer kleinen Gruppe. Und da fühlen sie sich auf jeden Fall auch sehr wohl in ihrem Raum. Ich denke, einige Wasserpflanzen würden hier sicherlich auch noch eine schöne Ergänzung bilden zu dem ganzen Unterfangen. Und ich wurde ja auch gefragt vom einen oder anderen, warum ich eigentlich in der Regel immer nur im Dunkeln hier meine Aquarien ablichte. Die Erklärung dafür liegt darin, dass bei Tageslicht eben sehr viel an der Scheibe spiegelt und dadurch der Durchblick etwas schwierig wird. Ich denke, im Großen und Ganzen müsste man sich sicherlich noch eine gute Lösung überlegen, aber ich denke, im Prinzip kann man schon das meiste hier beobachten, wie eben meine Platys. Und auch die anderen Fische, die sich hier durchaus sehr wohl fühlen und auch Wasserzirkulation haben durch meine Pumpe und meinen Bachlauf, den ihr ja auch schon kennt. An der Stelle kann ich euch empfehlen, auch eines meiner anderen Videos zu diesem Thema anzuschauen. Hier sehen wir übrigens auch einen Junior-Guppy, vielleicht könnt ihr ihn erkennen. Also der Nachwuchs ist auch hier vital. Ansonsten ist das jetzt quasi ein Aquarium, was zwar nun für sich so schön ist, aber durchaus Potenzial hat, sich vollkommen zu entfalten noch. Wir können auch mal einen seltenen Blick auf das Aquarium hier unter diesem anderen werfen. Und zwar beherbergt das hier zurzeit immer noch einige Panzerwälse, die jetzt allerdings im etwas eingetrübten Wasser nicht so direkt zu erkennen sind. Aber die ein oder andere Welsart mag es zum Beispiel auch eher trüb und schlammig, da sie auch hauptsächlich am Bodengrund aktiv sind. Hier können wir auf jeden Fall als Beweis dafür, dass hier keine toxische, komplett toxische Brühe herrscht, sehen, dass eine Schnecke und sogar mehrere Schnecken sich hier sehr wohl fühlen. Und auch an der Oberfläche einiges an Schwimmpflanzen hier sich befindet, auch wenn ich hier bislang hauptsächlich diese rötliche Beleuchtung gewählt habe. Aber ich denke, auch hier bietet sich immer noch mehr Potenzial. Man sieht, je mehr Aquarien man hat, desto mehr verschiedenartige Becken kann man sich einrichten. Wenn wir allerdings hier unter meinem anderen Aquarium einen Blick werfen, haben wir auch hier ein weiteres komplett leeres Aquarium, das nur darauf wartet, befüllt zu werden. Und hierfür habe ich extra meine Baustellenabsperrung, damit ich das hier markieren kann als, sagen wir mal, in der Konstruktion befindlich. Aber was ich hier drin einmal einrichten werde, ob ich das hier überhaupt in seinem Ensemble belasse oder versuche, das hier in mein anderes Haus zu bekommen, um dort endlich die Diskusfische einzusetzen, die ich schon seit langem mehr oder weniger vorhatte, mir zu holen, wird sich dann auch zeigen, denn natürlich ist es ein ziemliches Projekt, so ein großes Aquarium hier an einen neuen Ort zu überbringen. Und dann muss ich auch noch die Statik überprüfen, weil mein Boden dort etwas absackungsgefährdet ist. Ansonsten haben wir natürlich hier den einen entscheidenden Vorteil, das Aquarium ist auf jeden Fall so groß, dass Diskusfische hier auch in einer kleineren Gruppe sehr gut sich wohlfühlen und ausreichend Schwimmraum haben. Denn ich denke, das ist bekannt, bei Diskusfischen ist mindestens 50 Liter Raum pro Fisch das Mindeste, aber obendrein sollte die Kantenlänge mindestens 1,50 Meter betragen, damit man sich ganz sicher sein kann, dass die Diskus hier ausreichend Platz haben. Aber ob ich dann dieses Aquarium hier einmal quer durch die Stadt bewegen werde oder vielleicht doch lieber mir ein andersartiges in ähnlicher Größe neues zulegen werde, das werden wir dann sehen, ohne hier zu versuchen, Luftschlösser zu bauen. Aber wenn ich es schon mal habe, dann würde sich sicherlich auch anbieten, hier es einmal zu verwenden. Natürlich könnte ich an der Stelle auch einfach mal diese Aquarien hier
wunderbar neu einrichten. Aber ich denke, im Großen und Ganzen wird es hier mit den Diskusfischen etwas herausfordernd, denn die mögen es zum einen noch etwas warmer und zum anderen noch etwas andere Ansprüche an die Wasserqualität. Von daher denke ich, wenn ich hier wirklich dazu übergehen sollte, mir die Diskusfische zu holen, dann werde ich schon mit einem Budget von, sagen wir mal, 3000 Euro rechnen, damit auf keinen Fall die Diskusfische darunter leiden, dass ich hier knickrig wäre. Denn das hier hat mich im Prinzip im Einrichten nicht besonders viel gekostet, da Holz überall in der Natur zu finden ist. Der Kies und den Sand habe ich natürlich schon aus dem Baumarkt. Aber die Steine und auch das Sonstige ist hier unter relativ niedrigem Budget entstanden. Aber wir können natürlich auch gerne mal einen Vergleich anstellen zwischen einem, sagen wir mal, Low-Budget-Aquarium, wobei die Anschaffung solch großer Becken durchaus auch einige Euro in Anspruch nimmt, aber eben ein richtig professionell eingerichtetes Becken mit Pumpe und Filteranlage und Heizstäben und Beleuchtung und natürlich regelmäßigen Kontrollen der Wasserwerte und Wasserwechsel, dann aber nicht mit Stäbchen, sondern mit solchen Tröpfchen. Das kostet natürlich dann auch zusätzlich noch Zeitaufwand und Engagement. Und ich denke, ich werde mir natürlich keine Diskusfische zulegen, bevor ich nicht hundertprozentig sicher bin, mich der Herausforderung auch stellen zu können. Bis dahin können wir natürlich uns weiterhin an meinen Makropoden, an meinen Guppies oder auch an den Zebra-Wärmlingen erfreuen, bis es bei mir dann vielleicht wirklich einmal aussehen wird wie ein SeaWorld oder SeaLife. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Natürlich nicht, ohne euch noch am Ende hier zeigen zu können, wie es in meinem anderen Garten so aussieht. Ich denke, auch hier ist durchaus etwas handwerkliches Geschick gefragt. Denn nachdem damals hier ich mit Hilfe von meinem Handwerker diese Pergola gebaut habe, ist nicht mehr allzu viel geschehen. Aber zumindest ein Durchgang ist hier noch frei. Ich denke, ich wollte euch nur einmal an der Stelle mitnehmen in mein Gewächshaus, denn dort können wir noch ein Aquarium betrachten, das ebenfalls eine stattliche Größe aufweist. Also bleibt doch direkt dran und nicht auf die Wasserpflanzen treten, denn die sind noch gut, die kann man noch verwenden. Dann gehen wir also hier einmal herein. Und ganz dort hinten, im hintersten Eck, neben all den anderen Aquarien, die wir hier noch sehen können, also ich möchte nicht übertreiben, aber es sind definitiv mehr als 20 insgesamt, die ich euch bestimmt auch schon mal gezeigt habe, und wenn nicht, dann zählen wir sie noch einmal durch, haben wir hier noch ein sehr flaches, aber sehr langes Aquarium von 1,50 Meter Länge. Nun bin ich allerdings nicht sicher, was ich mir in diesem Aquarium zulegen kann. Vielleicht nehme ich euch noch mal kurz mit der Kamera, dass wir einen genauen Blick werfen und dann... Hier in seiner vollen Länge, in etwas unkonventioneller Form, dieses Aquarium hier, das beispielsweise sich gut auf einem Fensterbrett machen würde und hier auch gut ist, um meinen Moosfarn zu beherbergen. Allerdings denke ich, für Diskusfische muss die Höhe auch ausreichend sein, da die doch sehr hoch werden. Von daher ist dieses Aquarium allenfalls für grundelnde Fische, denke ich mal, optimal, denn alles andere würde hier in der Höhe etwas an Schwimmraum verlieren. Das möchte ich eben vermeiden an der Stelle. Auf jeden Fall sehen wir, ich habe durchaus noch einige Aquarien, die potenziell ein neues Leben eingehaucht kriegen könnten oder auch altes Leben beherbergen, so wie hier. Ich wette, dieses Behältnis ist auch voller Schnecken und anderer Kriechtiere. Zum Beispiel, wenn ihr euch fragt, wo ich immer meine Asseln und Krebschen her habe, die kommen aus diesen Behältnissen hier. Also an dieser Stelle nur als kleinen Exkurs in mein Gewächshaus. Und damit würde ich mich dann auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr so in einem so großen Aquarium halten würdet. Würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde auf YouTube sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, klingeln, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, und als Erklärung, was ich mir hier angesteckt habe, sind meine Wanderorden, denn ich bin sehr bewandert. Also bedanke ich mich fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.